Es ist Anfang April 2024 und wie ihr seht, bei den Wildbienen ist einiges los. Temperaturen so um die 15, 18, 20 Grad, je nachdem. Es ist etwas bewölkt. Wenn die Sonne scheint, natürlich wärmer. Und wie man sieht, die fliegen in ganz schönen Massen mittlerweile. Zum Glück auch verschiedene Arten. Zwei, drei verschiedene habe ich hier schon entdeckt. Verschiedene Durchmesser helfen dabei, ein reichhaltiges Nahrungsangebot selbstverständlich auch. Aber hier hauptsächlich jetzt mal die Niströhrchen. In noch gar nicht so großer Anzahl. Ich hätte noch viel mehr Bambus. Aber da bin ich am Überlegen, ob ich den hier noch dazu lege oder aber ob es jetzt erstmal reicht. Umso größer diese Population nämlich wird, umso anfälliger wird sie für Parasiten. Beziehungsweise, wenn ich eine Population einer oder zumindest ein paar weniger Arten so stark aufbaue, verdrängen die unter Umständen ja auch andere, eher seltenere Arten. Von daher mal sehen. Ja, auch hier oben seht ihr. Es wird für Nachwuchs gesorgt. Ganz einfach, wie im letzten Video schon anklingen gelassen und erklärt. Bambus wohl eine Seite zu hinlegen, mindestens 10 bis 12 cm Länge und schon habt ihr Wildbienen. Ich habe sie hier teilweise dann jetzt in Kaffeepad-Dosen drin, da hier einige Röhrchen ab und an mal runterfallen oder rausgezogen werden. Ich vermute eher, sie werden rausgezogen. Im Herbst ist es meistens der Specht, jetzt hier im Frühjahr, ob es auch der Specht ist, keine Ahnung. Heute Morgen lagen dann 3, 4 Stück hier. Aber naja, der Specht will auch von etwas leben. Gut. Ah ja, yeah, schaut euch das an. Ein Riesenpulk. Da wird sich gestritten um alles, was geht. Keine Ahnung, was die jetzt hatten, ob die da ein Röhrchen unbedingt haben wollten oder ob da ein Weibchen war. Erlebenswert, sehenswert und faszinierend. Nun gut, schauen wir mal weiter, wie es sonst im Garten aussieht. Und hier geht es jetzt weiter. Wie ihr seht, es hat sich einiges getan. Es sind auf der linken Seite zwei neue Beete dazu gekommen. Der Rosenbogen steht, ein EBC-Tank wurde hier unten noch aufgestellt. Da ist auch schon etwas Wasser drin. Ein riesen Erdhaufen, der hier oben entnommen wurde, damit ich hier ordentlich die Wege anlegen kann. Ja, hier sind verschiedene Glockenblumen drin. Da sollen zwei Rosen noch an den Rosenbogen, eine links, eine rechts, die den Rosenbogen dann überspannen dürfen. Die werde ich irgendwann Ende Mai vermutlich beim Landhaus Ettenbühl kaufen, mich dort beraten lassen und dann hier einpflanzen. Hier oben habe ich einen 90 Liter Mörtelkübel versenkt. Darüber steht der nächste, der soll eine Etage höher, dass das etwas überlappend ist, falls der obere überläuft, dass es dann in den unteren geht. Mal sehen, ob ich die als, ja, entweder als Tränke, Wassertränken, Mini-Teiche anlege oder eher als Sumpfbeet. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier in dem Beet sind ganz viele neue Krokusse. Einige sind jetzt auch schon am Blühen. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus, wie man aber vielleicht hier hinten erahnen kann. Irgendetwas hat sich daran gütlich getan. Ah ja, da hinten ist auch noch, sieht man es noch besser. Ich habe zwar Gitter drin, Hasendraht, aber irgendein Tier hat doch
einige, wirklich einige Krokusse hier rausgezogen und verspeist. Naja, ich muss jetzt mal schauen, wie das weiterklappt mit dem Gitter, ob das funktioniert. Zumindest so wie ich es angelegt hatte. Hier im Überblick, vieles kommt wieder, die Traubenhyazinthen sind so langsam am Abblühen. Hier sieht auch alles top aus. Hier hinten neben dem IWC-Tank ist ein weiteres Obstbeet dazugekommen. Da sind rote und weiße Johannisbeeren drin, sowie ein paar Himbeeren. Hier unten habe ich einfach nur die Steine auf einen neuen Haufen gelegt, damit ich hier oben das Beet anlegen konnte. Rechts zu sehen eine Kirsche und links die Birne. Alles blüht und erstrahlt im leuchtenden Weiß. Auch hier vorne der Rittersporn kommt, die Rose kommt. Hier im Überblick die Steinbeete. Da hinten, dort hinten soll es dann noch weitergehen. Da kommen noch weitere Beete dazu. Aber alles mit der Zeit. Die Tulpen dieses Jahr erschreckend wenige. Also ich sehe jetzt knappe 10 Blüten, für das da bestimmt 50, 60 Tulpen mal drin waren. Weiß ich nicht. Anscheinend ein schlechtes Tulpenjahr. Auch hier rüber die Wolfsmilch blüht, der Rosmarin daneben, der Phlox. Hier unten das Beet habe ich auch etwas anders gestaltet. Da habe ich noch viel Totholz reingelegt. Die Eidechsen sind hier auch fleißig unterwegs. Ja, weiter hier hoch. Im letzten Video oder in einem der letzten Videos hatte ich hier diese Pflanzen erwähnt und gezeigt. Da wusste ich noch nicht, was es wird. Ich hatte es jetzt per App bestimmt. Das sind wilde Karden. Da hatte ich ganz viele Samen hingestreut und die sind hervorragend aufgegangen. Da bin ich echt gespannt. Ja, hier rüber. Da hat sich nicht so viel getan. Ein paar Löwenbäulchen, die dort oben noch wachsen. Da habe ich noch ein paar ausgesät. Mal sehen. Das braucht jetzt alles seine Zeit. Hier rüber wird es auch viele der Pflanzen wachsen, gedeihen. Ganz viele Veilchen sind hier überall verteilt. Der Günsel ist hier vorne schon am Blühen. Naja, hier sieht man ihn viel besser. Dort hinten kommt noch viel mehr. Die Meisen sind am Brüten. Ich habe 4 Meisenkästen belegt. Also von denen ich sicher weiß, von den anderen gehe ich von aus. Weiß es aber nicht, habe da noch keinen reinfliegen gesehen. Auch hier die Beete. Ja. Man merkt, es ist noch Anfang April. Es war bisher sehr regnerisch. Da kommt noch viel, viel mehr. Auch hier die Wolfsmilch, größtenteils gut gehalten. Ja. Hier oben Grasnelken, Samtpfötchen müssten hier noch drin sein. Das wird. Hier rüber sieht man dann die Brombeeren, naja, oder man sieht sie auf dem Video halt auch nicht. Das sind Zuchtsorten, ja, die stehen jetzt teilweise 2-3 Jahre. Ich kenne das anders von Brombeeren, die sind da etwas wüchsiger, aber ja, ich kann es halt nicht beeinflussen. Hier vorne, das klappt auch gut. 2 Weinbeeren und 2 Thai-Beeren sind drin. Die wachsen. Hier herüber der alte Kirschbaum. Er darf weiter da stehen. Er blüht jetzt wunderbar. Auch die anderen Obstbäume hinten
stehenden Blüte. Der Holunder in Rot wächst, hat Wurzeln geschlagen. Die Himbeeren neben mir sind ganz toll jetzt wieder im Austrieb. Hier hatte ich ein Überwinterungsbeet ganz am Anfang. Da hatte ich ganz viele Stauden im Herbst ganz günstig erworben und hatte sie irgendwo einfach hier eingepflanzt, damit sie in der Erde sind und nicht vertrocknen über den Winter. Teilweise dann wieder rausgenommen, aber 2-3 Wolfsmilche hatte ich hier drin belassen, weil die einfach so toll angewachsen sind und jetzt hier erstrahlen. Ganz viele Marienkäfer und Wespen sowie kleine Wildbienen sind hieran zu sehen. Das ist hier vorne. Gerade spontan sieht man, da ist der Marienkäfer daneben. Ja, das kann die Kamera leider nicht so gut. Eine Wildbiene. Und hier Schwürz und Brumms. Und auch die Primeln sind ganz toll am Kommen. Das war Blödsinn. Und auch die Schlüsselblumen sind ganz toll am Blühen. So rum heißt es. Wenn man schon am Überlegen ist, was man noch zu zeigen hat. Hier die komplette Wiese. Er blüht in Gelb. Ganz viele wilde Schlüsselblumen. Mit diesem tollen Bild verabschiede ich mich von euch. Und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Like und oder den Kanal abonniert. Bleibt dabei, es geht bald weiter. Es wird noch viel weiter entstehen. Holt euch Inspirationen hier bei mir, bei vielen anderen. Und bis bald. Ciao.